Und weiter geht's bei Batman Arkham Origins. Wir wollen zur Brücke. Was? Was soll... Hä, wieso bin ich jetzt bei Enigma? Was ist so geil? Ich wollte doch nur die Karte. Dankeschön. Okay, wir sind sogar relativ... In Anführungsstrichen relativ nah dran. Wir wollen... Alte RTW, ja, zu einem Sturzflug können wir mal eben machen. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicke sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Ich hätte gern wieder mal mit Barbara gesprochen. Weil ich die. Opa, das war in die falsche Richtung. Das ist unser Revier. Du und deine Crew solltet euch verpissen. Wir sind hier, um es zu übernehmen. Entschuldigen Sie, Sir, aber ich habe Berichte über einen Tumult in Ihrer Nähe erhalten. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sie sollten sich das vielleicht ansehen. Ein Tumult. Wo denn? Ich sehe hier nirgendwo auf der Karte. Wo denn? Alfred ist useless. Nein, natürlich nicht. Alfred hat mich gerade von Tod von Copperhead bewahrt. Na also, jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Hä? Ach so, ich muss jetzt ein Signal verfolgen, oder was? 500 Meter in irgendeine Richtung. Das Signal wird stärker. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. In New Gotham, okay. Aber man kann gegen die Dinger laufen, das macht. Okay. Wissen die Killer nicht, dass wir hier leben müssen? Man sollte erwarten, dass sie Gotham nicht völlig verwischen. Nein. Es geht um 50 ja. Millionen. Ich glaube, es ist ihnen egal, wie viel Schaden sie anrichten. 50 Millionen. Ich wünschte, wir hätten mehr oder was? No one. Ich fliege immer anscheinend noch in die richtige Richtung. Ich sollte diesen Sturzflug echt öfter benutzen. Damit kommt man wieder hoch. So halbwegs zumindest. Da ist der nächste Tower. Haben wir den Tower schon? Den Tower haben wir noch nicht. Dann tatsächlich werden wir mal eben zum Tower gehen. Von der Frau gehört, die sie beim Stahlwerk hochgenommen haben. Okay, sorry. Ich wollte eigentlich euch gar nicht hier so stören. Oh, da hat einer eine Waffe. Süß. Aua. Nein, ich meinte nicht dich. Ich drück immer. Ich komme mit diesen Klingen aus, weil ich nicht klar. Dieses Antippen und dann. Wegdrückt, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich komme damit, muss verrecken, nicht klar. Oh, gerade nicht auf 8 Kombo. Ich komme gerade. Was seid ihr? Das ist mir noch nicht aufgefallen, dankeschön, dass du mich daran erinnerst. Jetzt. Bingo. Dann geh nach Hause. Abermals hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Ich denke folglich, dass unsere gemeinsame Zeit bald vorüber ist. Es war mir eine Freude, Batman. Aber alles hat einmal ein Ende.
Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Ist das so? Also das mit der Batarang-Ausschaltung, das könnte echt sehr, sehr nützlich werden. Aber schön, dass ich auch wirklich gegen Bösewichte und dem GCPD kämpfe. Das ist... Könnt ihr mal bitte Ruhe geben? Was haben wir denn hier? Ich befürchte, ich muss die erst killen. Oh, der war nicht so... Nein, 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 nein. Alle drei. Bam. Wunderbar. Das hat sehr schön funktioniert. Oh, shit. Bin ich das? Ach, der hat auch eine Waffe. Und tschüss. Alle drei. Haha. Noch einer. Stirb. Nein, nicht sterben. Okay, was ist denn jetzt hier los? Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Aha. Aha. Ach, das war ein zum Pinguins Waffendepot. Oh, okay. Sehr gut. Einer weniger. Fünf noch. Ich fasse es nicht, dass es Cops gibt, die zulassen, dass es diese Ausrüstung auf die Straße schafft. Beweismittel abzwacken ist schlimm genug. Aber Waffen verkaufen? Die vom SWAT sollten eigentlich die guten sein. Oh, Barbara. Was ist hier gerade mit einem Gesetzesbrecher? Argument, redest und so. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es müsste hier nicht der Turm sein? Komme ich da gerade nicht rein, weil ich eine Mission angefangen habe, oder? Ich weiß es nicht. Eventuell weil ich gerade in einer Mission bin. I don't know. Achtung, alle Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein CNC mehr. Ich weiß halt nicht, wo ich reinkomme. Wie ging denn das nochmal? Verbundene Sicherheitstor. Wett? Ja, ich weiß nicht, wie ich in diesen Turm reinkomme. I have no idea. Aber es kann halt, wie gesagt, wirklich daran liegen, dass ich, quasi in einer Mission bin. Das ist ein bisschen schade. Oh, Hallöchen. Hoppala. Wo kommst du denn her? Du siehst mich nicht. Ich komm da nicht. Okay. Polizist am Boden! Okay. Polizist am Boden, ne? Ich war hier schon mal. Hier war doch irgendwo der Gulli. Unter mir müsste irgendwo der Gulli gewesen sein, oder? Moment, willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, der Gulli ist... Jetzt, hä? Nein, 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 das glaube ich nicht. Hm.
144 Meter. In welche Richtung? In diese Richtung. Okay, in diese Richtung. Gott, das bringt mich um. Ich fürchte, ich werde jetzt gleich sterben. Oder auch nicht. Weil ich verdammt lucky bin. Was ist das da unten? Da unten ist was von Enigma. Das ist das Signal. Sieht aus, als sei der Electrocutioner im Royal Hotel. Der Joker hat das gesamte Royal angemietet. Aber wieso sorgt das SWAT für die Sicherheit? Ich muss herausfinden, was hier los ist. Warte mal. Warum sind das Messer? Ich hasse Messer. Verdammt! Mach's mir nicht gerade leicht! Komm schon. Ach, und da kommt der letzte. Ich glaub's nicht. Gut, dass ihr euch selbst in Rauch auflöst. Ah, meine Herren, ey. Ich hab echt das Kämpfen gerade verlernt. Nein, du sollst es nicht nehmen. Ah, fuck dich mit deinem Schild da. Stö. Bleib einfach liegen. Nein, will ich nicht. Ich will dich nur bewusstlos schlagen. Bam! Face! Kick. Du kannst mir nicht erzählen bei den ganzen Kämpfen, dass Batman nicht aus Versehen irgendwem mal das Genick bricht. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Hotelparkplatz. Okay, ich sehe niemanden hier. Geht nicht. Master Bruce, hat der Joker sich im Gotham Royal eingenistet? Er ist hier drin und das SWAT erledigt seine Drecksarbeit. Gordon und die Medien fernzuhalten von was auch immer hier vor sich geht. Merkt Brandon nicht, dass er nicht mit Black Mask arbeitet? Er wird's schon rausfinden, wenn ich den Joker einbuchte. Ich geh mal eben hier durch. Das fand ich, was wir jetzt hier finden. Abfall. Nee, Autounfall. Okay, Autounfall. So, das war's hier. Okay, das war nur für. Ja, natürlich. Ich habe mir wieder zu viel erhofft. Verdammt. Was ist denn das da hinten? Gehst du irgendwie rein? Oh. Ich weiß doch gerade nicht wie. Oh. Okay, das war so nicht meine Absicht. Ja, vier gleichzeitig. Oh, okay, das ist wirklich super nützlich. Nein, jetzt hab ich natürlich. Nein. Ja, gerade durch diese lange Animation.
das leider verkackt, die alle auszuschalten. Hätte ich es schaffen können. Ich. Wieso steht der noch? Ja, wieso steht ihr noch? Boom. Boom, Chakalaka. So, ich hab das Gefühl, ich muss hier was hacken. Royal Hotel. Ja, super soll das Passwort. Okay. Wieder hoch. Ich nehme an, jetzt kommen wir durch die Tür. Nö, nehme ich nicht an. Okay. Dann müssen wir wohl hier hoch. Ach, okay, ich verstehe. Alles klar. Die wollen, dass man auch mal andere Sachen einsetzt. Ich verstehe. Wollen, dass man das alles ausschöpft. Okay. Können wir machen. Machen wir. Ist das hier der... Krankenwagen? Okay. Hauptgenerator. Neustart. Geld regiert die Welt. Hallöchen. It's all about the money, money, money. Immerhin funktioniert die Fahrstuhlmusik wieder. Das ist eigentlich das Wichtigste an der ganzen Sache. Sir, wissen Sie, wo genau im Hotel der Joker sich aufhält? Noch nicht. Wieso? Nun, es scheint einen Überwachungsraum in der Lobby zu geben. Sie könnten ihn mit Hilfe der Kameras finden. Okay, ich versuch's. Moment, höre ich. Genug Sprengstoff, um das Gebäude in die Luft zu jagen. Ich frage mich, welche anderen Überraschungen auf mich warten. Ich kann nichts dafür, das läuft im Hintergrund, das tut mir leid. Ah, da ist die Tür. Ich wollte gerade sagen, wo muss ich denn eigentlich lang? Aber hier ist eine Tür. Und wahrscheinlich wieder viele, viele Gegner. Wenn du mich fragst, hat er nicht vorzutragen. Sobald einer der Killer die Fledermaus erledigt, macht der Boss ihn kalt und behält die Kohle. Nee, wenn er sowas abzieht, wird ihm niemand mehr vertrauen. Er wird vor allen anderen Organisationen in der Stadt das Gesicht verlieren. Mann, sieh dir doch an, was er uns hier machen lässt. Denkst du ernsthaft, er hat Angst, das Gesicht zu verlieren? Da ist was dran. Komm, schau nach, was das für ein Geräusch war. Es kam nicht von da unten. Wollt ihr mich verarschen? Na, er hat verstanden, wo das Geräusch herkam. Hier bist du richtig, mein Freund. Hier bist du genau. Was? Fuck you. Der sieht mich, wenn ich hier runterfalle, ne? Jetzt. Ach ja, ich sehe die ja nicht. Pass doch auf, wo du hinläufst. Du solltest dich mal zusammenreißen. Warum kann ich den nicht aufhängen? Der hat eine Wärmekamera übrigens. Ach ja. Vergesst immer wieder, dass mir das Ding nichts bringt. Noch einer. Hey, helf mir mal. Was? Wie noch einer? Ach, da. Die Fresse sieht aus wie mein Mittagessen. Haltet die Augen offen. Nein! Nein! Schau mal!
Komm her. Noch ein Stück. Nicht schon wieder. Komm mal jemand hier rüber. Komm her. Hab dich. Nein, bitte nicht. Und damit funktioniert mein Radar wieder. Kannst du das fassen? Das hättest du sein können. Reißt euch zusammen oder wir sind erledigt. Doch, das Radar ist down. Okay, danke. Hey, hier wurde einer kopfüber aufgehängt. Ich dachte jetzt schon, das hätte nicht funktioniert. Alter, aufgehängt wie eine Salami. Wie eine Salami? Was ist das denn für ein Vergleich? Verrat's keiner. Aber so langsam wie ich schiss. Ich will nicht, als ein Bündel Elend direkt vor mir. Oh, fuck. Könntest du bitte aufhören? Halt auf! Danke. Keine Lust nochmal mit den ganzen anzugehen. Ja, wir unten ja auch noch ganz viele Möglichkeiten, die alle zu töten. Der da, der läuft gerade so schön einsam da rum. Gucken wir mal, ob wir den mal eben begrüßen können. Hallöchen? Ah, okay, können wir nicht. Verdammt. Okay. In welche Richtung drehst du dich jetzt? In die richtige. Perfekt. Nein. Nein, du sollst den angreifen. Oh, fuck. That was close. That was way too close. Holy shit. Wohin hat er da auf einmal geworfen, bitte? Ich muss in den Überwachungsraum kommen. Naja, wenn du mir sagst, wo der ist. West Tower. Ah, da. Okay. Hab ihn gefunden. Ich sehe. Aha. Diese Passwörter, die erstaunen mich immer wieder. Freunde, Killer. Willkommen zur ersten vierteljährlichen Leistungsbewertung. Wie Sie hier sehen können, befinden sich die Batman-Tode weit unterhalb der Prognosen. Da sollten wir aber dringend dran arbeiten. Und mit wir meine ich dich. Verstanden, Mr. Pusioner? Und wer zur Hölle bist du? Ich bin der Typ mit dem Geld. Und der Knarre. Also, wenn ich dich anheuere, den Batman zu töten... Hältst du die Klappe und tötest den Batman? Hast du dem noch irgendetwas hinzuzufügen? Das dachte ich. Dieser Obstkuchen ist fantastisch. Will einer ein Stück? Alles klar? Die Versammlung ist vertagt. Raus mit euch und tötet Batman.
Beweg dich, Großer. Nein, er kommt dich holen. Und wenn er hier ankommt, werde ich ihn töten. Also wartest du. Na, das sollte spannend werden. Okay, der nächste ist also Bane. Apropos. Dieser Aufzug sollte mich aufs Dach bringen, damit ich hier rauskomme. Vielleicht können die Schockhandschuhe des Electrocutioners die Stromzufuhr wiederherstellen. Wir haben sie ihm jetzt einfach so geklaut. Sehe ich das richtig? Kann man mal machen. Oh, diese Leichenschänder. Was haben wir jetzt? Neues C9 bekommen? Keine Ahnung, weiß keiner so wirklich, ne? Weiß keiner. So wirklich. Nö. Okay. Ich hätte hier Panzerung oder... Ja, Panzerung oder Kugelsicher. Ich nehme mal... Wenn Bane das nächste ist, die Kampfpanzerung. Und wir haben noch jemanden zu lesen, fällt mir gerade auf. Wir haben doch Copperhead bekämpft. Die haben wir vergessen. Vorhandene Akten deuten eigentlich darauf hin, dass Copperhead der Codename eines männlichen Auftragsmörders ist, der für zentral- und südamerikanische Kartelle arbeitet. Dieser Copperhead ist jedoch eindeutig eine Frau. Dies könnte darauf hindeuten, dass Copperhead der Name einer Unterweltorganisation ist oder einfach eine neue Person in die Rolle des alten Copperheads geschlüpft ist. So oder so scheint Copperhead in der Lage zu sein, aus jeglicher Gefangenschaft zu entkommen. Ihre Tötungsmethoden reichen von Erwürgen über multiple Knochenbrüche bis hin zu Giftmorden. Die haben wir aber bereits schon. Und der nächste wäre dann Bane, den haben wir aber, glaube ich, schon gelesen, wenn ich mich täusche. Wer ist Shiva? Und wer ist Firefly? I have no idea. Und wer zum Teufel ist Calendarman? Geistesgestörte zum Tode. Einbruch im Blackgate. Ermordung Commissioner Lopes. Wurde er nur Minuten vor seiner geplanten Hinrichtung befreit? Calendarman, Seite. Ich habe keine Ahnung. Haben wir den in dem Spiel hier schon gesehen, Calendarman? Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Das ist der Aufzug. Nein, das ist nicht. Das ist der Aufzug. Okay. 6-5 am Brand. 6-3 am Batman im Gebäude gesehen. Ausgezeichnet. Was ist mit Gott? Keine Spur von ihm. Er hat keine Ahnung, dass hier irgendwas los ist. Gut. Seid bereit, euch in Bewegung zu setzen, wenn ich ankomme. Wir machen hier einen kleinen Cut.